Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Also, Herr Brüderle, wenn Sie hier sagen, dass wir stolz darauf sein müssen, dass in Deutschland immerhin noch das Parlament über Milliardenausgaben öffentlicher Haushalte entscheidet, also dann ahnt man ja und auch mit ziemlicher Sorge, worauf man sich hier in Zukunft noch einzustellen hat. Zur Sache. Wenn ein Unternehmen immer neue Schulden macht, um damit eine Zahlungsfähigkeit vorzutäuschen, die es längst nicht mehr gibt, dann nennt man das im realen Leben Konkursverschleppung. Und wer einen Konkurs verschleppt, der macht sich strafbar und kann dafür im schlimmsten Falle ins Gefängnis gehen. Jeder weiß, dass Griechenland zahlungsunfähig ist und den riesigen Schuldenberg aus eigener Kraft unmöglich mehr bedienen kann. Und jeder weiß im Grunde auch, dass sich darin in Zukunft nichts ändern wird, dass die Situation vielmehr von Jahr zu Jahr und von Sparpaket zu Sparpaket dramatischer wird. Und Herr Schäuble, Sie können doch hier nicht im Ernst behaupten, es gäbe keinen Zusammenhang zwischen diesem Kürzungsprogramm und dem Wirtschaftseinbruch. Da ist ja der IWF inzwischen weiter. Und deswegen weiß auch jeder, dass es am Ende einen Schuldenschnitt geben wird und dass dieser Schuldenschnitt für Deutschland sehr teuer wird. Die Linke hat übrigens diesen Schuldenschnitt schon 2010 gefordert. Damals hätte er den deutschen Steuerzahler noch nichts gekostet, weil damals hätten die Banken und privaten Anleger diese Kosten tragen müssen und bezahlen müssen. Heute fordern einen Schuldenschnitt der IWF, die Europäische Zentralbank und übrigens sogar der Vorsitzende des CDU-Wirtschaftsrates Lauck, der Ihnen ja mittlerweile die gleiche Klatsche gibt wie wir und von politischer Insolvenzverschleppung spricht. Und deswegen hören Sie doch bitte auf, dieses Parlament und die Wählerinnen und Wähler für dumm zu verkaufen. Auch die Bundeskanzlerin und auch Sie, Herr Schäuble. Sie wissen doch ganz genau, dass wir heute nur deshalb über weitere Milliardensummen entscheiden und sie freigeben sollen, damit Sie nicht vor der Bundestagswahl zugeben müssen, dass Sie, Ihre Koalition und natürlich auch SPD und Grüne, die ja immer zugestimmt haben, dass Sie Milliarden deutscher Steuergelder in den Sand gesetzt haben, nur damit dieser Bankrott Ihrer Griechenlandpolitik nicht offensichtlich wird. Werfen Sie diesem verlorenen Geld jetzt noch einmal Milliarden hinterher. Ich finde, das ist eine verantwortungslose Veruntreuung von Steuergeld. Und ich muss auch sagen, Herr Steinmeier, wenn Sie hier sagen, dass Sie auch davon ausgehen, dass es einen Schuldenschnitt gibt, ja, dann können Sie doch diesem weiteren Geldversenken nicht zustimmen. Das ist doch wirklich ungeheuerlich, dass Sie dann auch heute immer noch dabei sind. Und wir reden hier nicht über Peanuts. Eingerechnet die Gelder, die jetzt freigegeben werden sollen, sind binnen 2 Jahren fast 200 Milliarden Euro an vermeintlichen Griechenlandhilfen geflossen. Gleichzeitig wurde dem Land das brutalste Kürzungsprogramm zulasten von Arbeitnehmern, Familien, Kindern, Arbeitslosen, Rentnern diktiert, das je in einem Euroland durchgesetzt wurde. Und im Ergebnis sind die griechischen Schulden heute um 60 Milliarden Euro höher als vor dem ersten Hilfspaket. Also wenn das kein Bankrott Ihrer Politik ist, was ist denn das dann? Und die ganzen Prognosen, mit denen Sie arbeiten, das sind doch alles Lügenzahlen, das ist doch alles Augenauswischerei. Griechenland hat eben seit Beginn seiner angeblichen Rettung 20% seiner Wirtschaftskraft verloren. Für das nächste Jahr sind noch mal 8% Einbruch vorhergesagt. Die griechischen Arbeitslosenzahlen sind eine einzige Tragödie, vor allem für junge Menschen. Dieses Land wird auf absehbare Zeit keine Überschüsse erwirtschaften, und mit jedem neuen Sparpaket wird die Situation nur noch schlimmer. Seit letzten Montag haben sämtliche Apotheken in Thessaloniki geschlossen, weil die Regierung seit Monaten kein Geld mehr für Medikamente erstattet. Die Busse fahren nicht mehr, weil die Regierung die Schulden bei den Busunternehmen nicht bezahlt. Dieses Land liegt am Boden. Eine rabiat-faschistische Partei mit Nazi-Parolen und Schlägertrupps sonnt sich in wachsenden Umfragezahlen. Und Sie tun so, als müsste man nur so weitermachen wie bisher, die Daumenschrauben noch ein bisschen anziehen, noch ein paar Milliarden drauflegen, und dann würde es auf wundersame Weise irgendwann wieder aufwärts gehen. Also ich sage Ihnen, das Einzige, was aufwärts geht, und das sehr zuverlässig, sind nach wie vor die griechischen Schulden. Und das Einzige, was Sie mit diesen endlosen Milliarden erreichen, die Sie hier immer wieder verpulvern, das Einzige ist eine Befreiung der privaten Gläubiger Griechenlands, der Banken, der Hedgefonds und der anderen Spekulanten von ihrer Verantwortung
und von allen Verlusten. Denn da fließt das Geld doch eigentlich hin. Es fließt doch gar nicht an den griechischen Staat. Tatsächlich haben wir in diesem Parlament noch kein einziges Mal über echte Griechenlandhilfen entschieden, sondern wir entscheiden immer nur über Hilfen für Banken und Spekulanten. Und selbst die vermeintliche Gläubigerbeteiligung, die war doch, wenn man sich die Ergebnisse ansieht, eigentlich eher eine Gläubigersanierung. Denn überraschender oder auch nicht überraschenderweise haben sich die griechischen Schulden im Ergebnis ja so gut wie gar nicht reduziert. Das einzige Ergebnis ist, dass seither ein noch größerer Teil des Griechenland-Risikos vom europäischen Steuerzahler getragen wird. Und auch heute entscheiden wir nicht über Griechenlandhilfen. Wir entscheiden auch heute wieder über Hilfen für Banken und Spekulanten. Denn schauen Sie sich doch mal an, wo diese 35 Milliarden, die Sie jetzt freigeben wollen, wo die wirklich hingehen sollen. 10 Milliarden sind dafür bestimmt, privaten Investoren auch noch die letzten Griechenland-Einleihen abzukaufen. Und zwar wie üblich zu völlig überhöhten Kursen. Hedgefonds machen Kasse in Athen, hat die Financial Times am Mittwoch getitelt. Und sie hatte recht. Hedgefonds, die im Sommer griechische Anleihen gekauft haben, können mit ihrem Rückkaufprogramm diese Anleihen jetzt mit sage und schreibe 42% Rendite wieder verkaufen. 42% Rendite. Und diese Traumrenditen der Spekulanten finanzieren Sie mit dem hart erarbeiteten Steuergeld der Bürgerinnen und Bürger. Ja, sind Sie denn noch bei Sinnen? Die Finanzmafia hat an ihrer großartigen Euro-Rettung schon mehr als genug verdient. Und ich meine, statt ihr immer neue Milliarden in den Rachen zu werfen, wäre es endlich an der Zeit, sie zu einem Totalverzicht zumindest auf den Teil der Griechenland-Anleihen zu zwingen, die sie noch nicht beim Steuerzahler abgeladen haben. Aber auch der zweite Teil, auch der Rest des Griechenland-Pakets, der geht ja auch nicht etwa an griechische Apotheken und Busunternehmen, geschweige denn an Menschen in Not. Dieser zweite Teil wird den griechischen Banken zur Verfügung gestellt, um deren Kapitalausstattung zu verbessern. 25 Milliarden sollen da reinfließen. Warum hält man sich nicht an die Eigentümer und an die Gläubiger dieser Banken? Warum hält man sich sowieso nicht mal einmal an die griechische Oberschicht, die ihren riesigen Reichtum ja gerade dem korrupten griechischen System und damit auch den ganzen Schulden verdankt, die da in den letzten Jahrzehnten gemacht wurden? Ich weiß auch, dass die griechischen Multimillionäre ihr Vermögen großenteils außer Landes geschafft haben. Aber ganz davon abgesehen, dass die griechischen Banken, die wir jetzt so großzügig beschenken wollen, dass sie daran nicht ganz unbeteiligt waren an diesen Transaktionen, warum werden zum Beispiel Banken in der Schweiz, bei denen griechische Milliardenvermögen lagern, warum werden die nicht unter Druck gesetzt, die entsprechenden Daten offenzulegen? Die USA hat es doch auch geschafft, die Schweizer UBS zum Beispiel, zu einer Offenlegung sämtlicher Transaktionen 10 Jahre rückwirkend zu bewegen und zu zwingen, übrigens sogar ohne Einsatz von Kavallerie. Ist die Eurozone so viel schwächer als die USA oder will man den griechischen Millionären gar nicht ans Geld? Weil es auch in Deutschland zu ihrem Politikstil gehört, lieber 10-mal der Mittelschicht in die Tasche zu greifen, als auch nur einmal bei den wirklich Reichen zuzulangen. Das ist doch ihre Politik. Und diese feige Politik, die haben sie von Anfang an auch in Griechenland gemacht. Und wenn sich das nicht ändert, dann wird Griechenland weiter in den Abgrund taumeln und der deutsche Steuerzahler verdammt hohe Kosten zu schultern haben. Und wem wollen Sie diese absurde Politik eigentlich noch erklären? Wem wollen Sie erklären, dass Sie als christliche Partei für irgendwelche Spekulanten den Weihnachtsmann spielen, während Sie gleichzeitig den Kauf eines Weihnachtsbaums aus den Hartz-IV-Regelsätzen gestrichen haben, weil das offenbar den Bundesetat überfordern würde? Wem wollen Sie erklären, dass hier in Deutschland Straßen verrotten, Schulen verfallen, in Krankenhäusern Dauernotstand herrscht, weil die Länder und Gemeinden mit der Schuldenbremse, mit der sogenannten, stranguliert werden, während sie durch Beschlüsse wie den heutigen Deutschland immer tiefer in den Schuldensumpf hineintreiben? Die Großzügigkeit, die Sie an den Tag legen,
Wenn es um die Sanierung gestrauchelter Finanzspekulanten in Griechenland, in Spanien oder eben auch hier zu Hause geht, die möchte ich einmal erleben in der Frage, wo es um soziale Ausgaben geht. Und da geht es in der Regel um sehr viel kleinere Beträge. Mit den gut 700 Millionen Euro, mit denen die aktuellen Beschlüsse unmittelbar den Bundeshaushalt 2013 belasten werden, könnten Sie in der Bundesrepublik 20.000 Kita-Plätze zusätzlich schaffen. Um die Studiengebühren in Niedersachsen zum Beispiel sofort abzuschaffen, bräuchten Sie gerade mal 100 Millionen. Aber Kitas und Universitäten sind natürlich in einer marktkonformen Demokratie viel unwichtiger als Banken und Hedgefonds. Und abschließend noch was zum Verfahren. Es hat im Rahmen der angeblichen Euro-Rettung ja schon Tradition, über Milliardensummen im Eilverfahren zu entscheiden. Mit der Entscheidung heute ist der gerade letzte Woche beschlossene Haushalt schon wieder Makulatur. Und die meisten von Ihnen ahnen, dass vieles von dem, was hier heute erzählt wurde, in kürzester Zeit auch wieder Makulatur sein wird. Aber ich frage Sie, warum spielen Sie dann alle als brave Marionetten in dieser Fassadendemokratie mit und lassen eine Koalition weiter herumstümpern, die offenbar glaubt, die soziale Realität in Deutschland und Europa ließe sich genauso leicht frisieren wie der Armuts- und Reichtumsbericht? Und diese Frage geht natürlich vor allem an Sie, werte Kolleginnen und Kollegen von SPD und Grünen. Ich erinnere mich noch gut, wie sich Herr Steinbrück hier vor einer guten Woche am Rednerpult aufgeblasen und die Europapolitik der Kanzlerin in der Luft zerrissen hat. Und Herr Steinmeier hat ja heute auch wieder den großen Kritiker gegeben. Aber was folgt daraus? Nach SPD-Logik folgt offenbar, ich komme zum Schluss, nach SPD-Logik folgt offenbar daraus, sich erneut als brave Abnickerin des Merkel-Kurses zu betätigen. Auch diese Steuermilliarden werden wieder mit SPD-grüner Zustimmung versenkt. Ich denke, das ist jämmerlich für Oppositionsparteien, vermeintliche, und es ist ein Trauerspiel für die Demokratie. Die Linke jedenfalls wird auch diesmal gegen das verantwortungslose Verbrennen von Steuergeldern und gegen den bankenhörigen Europakurs der Kanzlerin stimmen, der Europa kaputt macht, der die Menschen gegeneinander aufbringt und der auf jeden Fall verantwortungslos gegenüber dem europäischen Projekt und den europäischen Ideen ist.